Und wie ist die Lage? Guten Morgen, Freunde. Aber lasst euch nicht täuschen. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, habe einen Morning Walk gemacht zum Supermarkt. Wenn der Marcel jetzt den Kühlschrank aufmacht und im obersten Fach sein Add-on für die Nesquik Cornflakes gleich sieht, dann wird er mir dankbar sein. Also lasst euch schmecken. Drei Stunden später. 6 Grad, Tanktop, kein Problem. Servus. Hallo. Und was hast du jetzt gemacht? Ich habe jetzt 3 Mahlzeiten mir vereinleibt. Mit den Viking, ich konnte die nicht gut glauben. Der Bodybuilding philosophiert. Und jetzt geht es schön langsam an die Rasur. Okay. Wie war es bei dir in der Stadt? War krass, ich habe dir was mitgebracht. Ich war im Viking Planet. Schau her, warte. Oh, krass. Boah, krass, Mann, jetzt laber keinen Scheiß, Mann. Ja? Boah, hey, die sind heftig, Mann. Ja, ja. Boah, die sind echt heftig. Boah, die sind total, hey, boah, mit der Norwegen-Flagge und den roten Haaren und so, gell? Ja, und boah, dann noch... Was meinst du, wie krank das aussieht? Und dann noch Special. Heilige Scheiße. Muss man aufmachen. Also wenn ihr mich künftig mit diesen Socken im Studio seht, dann wisst ihr auf jeden Fall Berserkertag. Wenn man mit denen unter 300 zieht, dann darf man sich auf jeden Fall keine Wikinger-Socken anziehen, das ist klar. Boah, sehen die geil aus, ey. Jetzt bin ich gespannt. Boah, der Beutel ist auch krass, gell? Ja, leck mich am Arsch. Da kannst du aber auch Leute umbringen mit dem Teil, gell? So, wie ihr seht, haben wir uns jetzt artgerecht integriert. Also wenn du das siehst, valid, so hat man sich in einem fremden Land zu integrieren. In Zukunft erwarte ich selbiges auch von dir. Wir haben jetzt einen strammen Ablaufplan, denn es geht noch zur Registration in ca. 3 Stunden. Bis dahin werde ich mich einmal komplett rasieren und wahrscheinlich eine von 3 Schichten Farbe drauf machen. Einmal noch essen und sicherheitshalber, falls die Registration länger als gedacht dauert, noch eine Mahlzeit mitnehmen. Und dann schauen wir uns mal vor Ort die Leute an, die dort auch uns treffen. Fakt ist, bis jetzt hat alles gut geklappt. Ich fühle mich gut. Die Kohlenhydrat-Mahlzeiten wandern dahin, wo sie hin sollen. Und ansonsten läuft alles so, wie es sein soll. Hauptarbeit ist getan. Wir haben uns jetzt komplett rasiert und nach dem Rasieren so ein Peeling aufgetragen. Das ist von Protan Muscle Up. Ich werde von denen nicht gesponsert oder so, aber da muss ich auch nochmal auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für aussprechen. Gerade wenn ihr Probleme habt, dass die Haut die Farbe gescheit aufnimmt und ihr richtig dunkel werdet, rate ich euch dazu, dass ihr ein gescheites Peeling benutzt, um die Haut vom Dreck zu befreien, dass die Farbe schön einziehen kann. Und hier, das riecht zusätzlich richtig nach Apfel. Man kommt da in Wettkampfstimmung, wenn man allein den Geruch schon liest, und absolutes Top-Produkt. Wir sind jetzt einige hundert Meter noch von der Halle, vom Austragungsort entfernt. Das ist ein riesengroßes, schönes Hotel, wo wir jetzt zur Registration gehen. Also wir holen quasi unsere Startnummer ab, registrieren uns, biegen uns ein. Ich kläre nochmal alle Formalitäten für morgen ab. Der Plan steht ja schon. Morgen früh um 10 geht's los. Und ansonsten schauen wir natürlich auch mal, wen wir da so sehen. Wir können es gar nicht einschätzen, ob Teilnehmeranzahl eher hoch oder niedriger ist. Wir nehmen euch mal mit auf einen kleinen Rundgang. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß, euch einen Eindruck zu machen, wie so ein Pro-Qualifier aussieht.
Was hast du gewogen? 119,5. 119? Das ist ein about carb up in general. For example, we in Europe or in Germany, we You're from Germany? I'm from Germany, from Munich, yeah. And when we do carb up, for example, the last day before the show, I reduce about half of the amount of protein I eat. For example, I eat 200 protein and 1,000 carbs or even more. When you come to the competition, the protein is not important, you know that. You play on the carb high. And on the day you compete, do you eat protein or nothing at all? I eat maybe 300 like that, 100. But I focus on the carb high carb, because you're already you brought in you completed all your training with many protein. You don't need, because your stomach, when you eat protein, it comes. This was my question. When you have problems with your stomach, what are you doing? I stop protein. I eat just carb. For how long? Yeah, maybe 3 days, 4 days. When you come inside, it's okay. I drink too much water. How much water? 7, 8, 9, like that. Yeah, but 10, like the last day you reduce. Yeah, I do the same. You know, it's stability. You focus. This company not same like another company. The competition. Only competition you have different. You know that. Yeah. The best. Thank you a lot for your time, sir. Thank you. See you tomorrow. See you. What do you think, man? I like the hotel a lot. The hotel, yeah. What about the stage? The stage is small. Yeah. It's really small, but. Don't depend if it's small or big. It's a nice place, so I think it's a good show actually. That's a good idea to do. And I love the city. Mm-hmm. The people are completely different to those in Germany. Really friendly, really nice. I only have good experience with the people here. That's cool. Yeah, how long have you been? Really nice. For 2 days now, okay. We will stay also on Sunday. Have you stayed here in this hotel or? We stayed at Airbnb because for me it was important to cook a bit, you know. Cool. Yeah, and he's a big fan of the Vikings, so on Sunday we'll explore the Viking world of Oslo, you know. That's cool. Wir haben uns jetzt erfolgreich registriert. Registration lief easy, unkompliziert und schnell ab. Ich bin wirklich mit einem sehr schweren Gewicht für mich eingewogen worden, nämlich mit über 119. Wasser ist natürlich noch im System und drin. Mal sehen, wie viel es dann ohne werden, aber ich bin guter Dinge und ich fühle mich gut. Halle ist relativ klein und übersichtlich. Aber wir rocken das Ding, ich werde alles in die Waagschale schmeißen und ich bin bereit zu kämpfen. Wir gehen es jetzt an, Endspurt, und wir holen uns, was uns zusteht. Was ist jetzt noch der Plan? 2 Mahlzeiten habe ich noch und dann werde ich mich richtig schön aufs Ohr legen, ausruhen. 2 Schichten Farbe müssen wir noch machen und das war's dann. Leute, wir sehen uns morgen zum Game Day. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für mich heißt es jetzt Aufladen und Ruhen. Und morgen in alter Frische. Vollgas.